Willkommen, meine lieben Golffreunde, heute zur neuen Partie Winning Putt mit denselben Golffreunden wie beim letzten Mal, dem Moggy, dem Wollo und mir, MOP weiblich. Aha. Einen gesegneten guten Morgen. Ich hab versucht, irgendwie diese Golferstimmen nachzumachen. Ja, das war, ich fand's hat gut. Hat nicht funktioniert. Ich fand's gut. Dankeschön. Fandest Nichts du das, erzählen. Wollo? Ja, wirklich, ich fand das okay. Ich fand das sehr okay. Fair ist das way. Die gleiche Map? Nein. Nein. Alter. Die Animation. Alter. Die lässt DOA alt aussehen. Sie sieht auch sehr alt aus. Davon mal abgesehen. Für die Quote, ne? Für die Quote. Na, werden die Leute heiß drauf sein. Absolut. Ja. Warum bekomme ich keinen perfekten Schlag mehr hin? Ich auch. Ich will ein Nice. Nice. Ich gebe euch gleich ein Nice. Anfangs habe ich voll viele Nices hinbekommen und jetzt einfach gar nicht mehr. Ja, Justin Bullshit. Bieber-Verschnitt. Ihr bist ja auch Justin Bieber. Mit blonden Haaren. Ich bin Ricky Mania. Blonden Haaren. Kriegt jetzt euer Nice. Ich konzentriere mich völlig drauf. Bam! Overswing. Scheiße. Geil. Aber nice. Bravo. Ernsthaft. Nice. Warum bekommst du immer nice hin? Ja, weil ich kein Idiot bin. Ich habe einen Monitor mit einer Millisekunde Reaktionszeit. Ich hab den gleichen Monitor wie du, du Klugscheißer. Scheiße. Spielst du auf ihm? Ja. Und soll ich auf dem alten oder nicht? Spielen? Ja, keine Ahnung, wie das sein könnte. Dann verstehe ich nicht, wie du es nicht hinkriegst. Dann müsstest du es eigentlich hinkriegen. Ich hab eine kabellose Maus. Vielleicht ist das ein Problem. Das kann sein. Die hat Delay. Weißt du, was Delay hat? Alter! Oh mein Gott, ich hab fast direkt das Loch getroffen. So. Zum ersten Mal. So, Birdie. War schnell vorbei, also willst du sagen. Würdest du jetzt mal... Ja, hiermit müsste es doch gehen. Oh mein Gott, mir läuft die Zeit davon, ich hab Angst! Wir alle haben Angst. Ja, Moggy. Gott, 5, 4, 3, ich komm mal rein. Alter, wie weit puttet der? Alter, Moggy, nice. Weißt du, wie weit ich putten musste, wie lange es zum Aufladen gedauert hat? Nein, natürlich nicht. Woher sollst du das wissen? Sehr lang ist die Antwort. Oh, ich hab mir nice. Per, nice. Das ist nice. Per von Schuss, was ich da hab. Bollo ist immer noch dabei? Oh! Ey, entspannt euch. Ich das ist gerade mal sein dritter Schlag. Ja. Der geht aber eh nicht rein. Oh. Nein! Oh, schade, ne? Oh, schade. Ja, hat da der Bollo verkackt? Ja, hat er. Hat er. Und wenn ich in Führung... MOP weiblich. Das ist ganz gut, weil du wirst es auf jeden Fall noch verkacken, Ricky. Dann machen wir keine Sorgen. Tab drücken. So, wo landet er denn? Da landet er ungefähr. So, ich weiß, dass okay. Du das mit Tab bist, ne? Ja. Scheiße. Scheiße, Overswing. Oh, shit. Oh, nein. Kannst es nur mit einem Nice retten, Ricky. Na egal, der war noch trotzdem noch ganz okay. Der war trotzdem noch ganz okay. Ganz okay, das ist der Standard, den wir uns riechen. Das ist der realistische Standard. I like to machen wir uns nichts was, vor. Was ist verkehrt mit dir? Ich erzähl jetzt erstmal einen Schwung aus dem Leben, pass mal auf. Ja, heraus. Als du den erst essen wolltest? Als ich was essen wollte? Egal. Erzähl. Ich habe mir gestern was vom Chinesen geholt. Alter. Geh heute und zum Chinesen. Nice! Heute immer noch was. Und wisst ihr, wie ich es gemacht habe? Per Telefonbestellung. Oh! Oh, das war auch vor kurzem unangenehm. Ich habe da nämlich bei der Lieferservice von mir. Bei dem, da gab es das Problem, dass irgendwie die ein Problem mit Pizza.de hatten. Und dann kam die Bestellung viel zu spät. Mit viel zu spät, meine ich 4 Stunden zu spät, habe ich gesagt, ja, nee, das nehme ich nicht mehr an. Schon angenehm war, weil die dann angerufen haben. Er hat gesagt, okay. Und dann habe ich da vor kurzem wieder bestellt, weil hier nur 2 Lieferservices, bei denen ich bestellen will. Und dann war der Typ da und er ist ja nett und alles, aber er spricht halt nicht so gut Deutsch. Oh. Und... Was er mir im Endeffekt sagen wollte, war, hey, das Geld, das können wir dir zurücküberweisen oder das können wir beim nächsten Mal dann einfach, rufst du halt vorher an und dann sagst du, das bin ich und ihr habt ja noch das Geld, dann ist die Bestellung gratis und so. Deshalb hat er mir gesagt und es hat sehr lange gedauert und ich wusste die längste Zeit über nicht wirklich, was er mir sagen will und es war sehr unangenehm. Da ich gesagt, auch sehr unangenehm. Ich ruf dann an. Und weißt du, was ich dachte, dass ich dann irgendwann beim Lieferservice anrufen muss und dann die Situation erklären muss. Wo ich da so die Nummer gewählt habe, ne, bin ich auch mit diesem rassistischen Denken reingegangen. Das ist kein rassistisches Denken, das ist ein Fakt. Dass ich gleich Schwierigkeiten haben werde, die am Telefon zu verstehen. Das ist aber meistens so. Und dann ist das Unglaubliche passiert. Apron.
Es war eine Deutsche. Alter! Eiskalt! Jackpot! Und in diesem ganzen China-Laden, ne, habe ich nur Deutsche gesehen. Alter. Also ja. Ich habe ja auch bei dem Lieferservice, wo ich gemeint habe, da gibt es auch eine Deutsche, die ausliefert. Und die finde ich immer eigentlich relativ lustig und ein bisschen unangenehm auch, weil sie ist dann immer da und sagt halt, ja, hier ist das gute Essen. Und ich denke mir, es ist 22:30. Das hat sie gesagt? Nicht mal ja, immer so, hier ist das gute Essen und Achtung, das kalte Getränk, oh, das wird gut und so. Und ich denke mir so, es ist 22:30 und ich stehe hier in der Jogginghose da, mach nichts Großes draus. Mach nichts Größeres draus, als es ist. Hier ist das. Ich habe mir ein scheiß Baguette mit extra Mayo bestellt. Bitte, tu, die kommt ja nicht so. Es ist 22:30 und ich habe ein Baguette mit extra Mayo. Alter, ich hätte jetzt gerne ein Baguette mit extra Mayo. Ich auch. Ich auch. Aber ich habe noch was Geiles vom Chinesen für später. Das ich gehe später zum Chinesen, das wird super. Oh, you can eat, Alter. Yeah. Alter. Als du gehst heute wirklich zum Chinesen rein? Nein, mit Familie und Shit. Achso, mit Familie. Ja, also alleine hätte ich auch nicht gedacht. Ja, wer begeht ja auch nicht. Peinlich. Alleine, Alter. Vor allem gehe ich da eh echt ungern zum Chinesen, weil das ist immer so unfassbar voll. Laut, weil es so voll ist. Ja, bei uns auch. Das ist überall so. Es ist halt so eine riesen Halle, ne? Bei unserem Chinesen ist es so, wenn ich da reingehe, Ricky, der kennt mich halt schon ganz lange. Und der gibt mir auch öfters mal Sachen aus und so weiter. Ich mag meinen Chinesen da oben. Da esse ich immer eine Tomatensuppe mit gebratenem Rindfleisch und. Ah, das ist. Oh. Nice! Es geht halt nichts über den Chinesen, ne? Machen wir es nicht so. Es ist halt schon am besten. Wenn ihr Chinesen seid, ich glaube, ich werde mir. Jackpot! So, was will ich mir heute holen? Ich glaube, ich gönne mir wieder die volle Frittierpalette. Das ist alles, was frittiert ist, werde ich mir holen. Also alles. Ja, ich auch. Das mache ich auch immer so. Das ist richtig nice, frittierte Essen. Dann hoffe ich, dass noch ein bisschen was von dem Sushi da ist. Scheiße, Overswing. Ruhe. Ruhe, ich habe Overswing. Ich habe es gerade verkackt. Ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe, okay? Oh, Mann. Oh, meine Fresse. Oh, Birdie! Oh, ich verkack's gerade richtig hart. Ja, habt ihr auch einen geilen Birdie, meine Birdie-Freunde? Cheep. Ach, liebe Winning-Putt-Freunde, ich glaube, wir sollten mal eine Sache anmerken. Wie lange wird das Ganze hier gehen? Winning-Putt werden wir jetzt übrigens mindestens insgesamt 10 Parts dieser Season 2 machen. Oh. Ja, also genau. Freut euch. Geplant ist jetzt erstmal, die ersten 2 Wochen werden wir jeweils 2 pro Woche bringen, und weil wir eventuell unter Umständen ein bisschen zu spät angefangen haben. Ich hab gedacht, und danach jeweils einer. Das ist nicht unsere Schuld. Es ist auch nicht unsere Schuld. Das ist egal, wer daran schuld ist. David. Aber ich hab gedacht, wir sollen diese Woche nur 2 bringen. David ist schuld. Aber ich hab gedacht, wir sollen diese Woche nur 2 bringen. Diese und nächste ist doch egal, Ricky. Und danach auf jeden Fall jeweils einer pro Woche, bis wir bei der 10 angekommen sind. Hurra! Genau. Ich dachte mir, das kann man mal anmerken, nachdem ihr jetzt alle hungrig wurdet. Und jetzt werdet ihr hungrig nach noch mehr Golf-Action. Alter, wie die einfach aussieht ohne ihr fucking Shirt. Und wenn ihr hungrig nach Golf-Action seid, dann drückt ihr den Link in der Beschreibung, denn der führt euch in den Golf. Oh, dann drückt ihr den Daumen nach oben, wenn ihr Lust auf mehr Golf-Action habt. Bei 5000 Likes, wenn wir die 5000 Likes bis morgen schaffen, dann kommt der nächste Part direkt. Alter! So, und schaffen wir bei mir die 100 Likes, bin ich sehr zufrieden. Schaffen wir bei mir die 100 Likes, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Nee, ich bin auch dann top. Wisst ihr, wenn es jetzt nicht ein Winning Putt wäre, dann würde ich sowas sagen wie, Leute, wie viel Dislikes schafft ihr? Also, da mache ich jetzt nicht. Muss ich aber irgendwann mal machen. Wobei, ich glaube, das habe ich mal bei der Expertenrunde gemacht und keiner hat gedisliked. Da bin ich richtig angepisst. Das haben wir noch nicht bei der Expertenrunde. Echt? Ich habe irgendwo mal versucht und keiner hat gedisliked. Das hat mich voll angepisst. Was machst du da, Wollo? Ich will nicht im Rough landen, Fairway. So wie ihr. Rough. Ich glaube eher, du willst dieses Spiel ja nicht gewinnen. Ich liege hinten, aber ich mache mal auch Gedanken. Ich habe einen Plan, ne? Wir hatten einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Mein Plan besagt, dass ich gewinnen will. Slide-Ball! Scheiße, Hook! Fuck, und wieder ins Rough. Weil sie ist ein Hook. Oh, fuck. Das ist etwa der Pirat, der Peter Pan nicht gönnen will, dass er nie erwachsen wird? Könnt ihr dem das nicht? Der ist ein Nicht-Gönner.
Ja, man kennt ihn dafür, es ist Zurück der Pirate, gönnt niemanden was. Scheiße, Slide Pull. Bleib stehen, hör auf zu rollen! Nein! Ihr seid alle im Bunker, stimmt's? Nein, ich nicht. Weil ihr Idioten seid? Ich bin überweg. Wunderbar. Ich war im Rough, ich hatte nicht viel andere Möglichkeiten. Slice. Oh, ich hab doch so guten Birdie hingelegt. Und jetzt verkacke ich wegen dem verschissenen Bunker. Nein, 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 nein. Ich verkacke auch gerade. Oh, da geht meine Führung AD. Ah, ich bin in den Bunker zurückgerollt. Alter! Geil. Er rollt auch wieder zurück in den Bunker. Das macht mir wieder Hoffnung. Ich hab verkackt. Ich bin auf dem Grün. Ich werde nicht mal bis zum Loch kommen. Ich bin auf dem Grün, ich bin auf dem Grün, ich bin auf dem Grün. Ach, Mann! Ich werde nicht bis zum Loch kommen, das sag ich mir jetzt. Ich bin auch auf dem Grün. Ich muss jetzt einlochen, verdammt. So, ich hab jetzt einen Double Boogie. Na, so eine Scheiße. Oh, ich kenn nur den Po-Boogie-Boogie. Ich kenn den Arsch-Boogie-Boogie. Der ist aber Po-Boogie-Boogie. Nein, das ist Arsch-Boogie-Boogie. Nein, warum? Du bist der Arsch-Boogie-Boogie. Du bist der Arsch. Nein, du bist der Arsch-Boogie-Boogie. Ich bin du. Siebter Schuss. Nein, du bist ich. Oh! Oh! Gott, hast du es gesehen, Ricky? Nein, ich hab Alter, Bololina leider zugeguckt. Double Paar, ich hab verkackt. Ah. Oh, ich bin halt echt der Schlechteste jetzt. Alter, letzte Runde, ich gewinne das. Alter, ich lag die ganze Zeit vorn. Ich lag die ganze Zeit vorn. Ich bin jetzt halt MOP weiblich. Was? Ricky besiegt uns. Was? Mach was. Ich bin die ganze Zeit vorne. Ich bin komplett verwirrt. Was soll die Scheiße? Warum habe ich mich Ricky Mania genannt? Du hast damit angefangen. Warum hast du kein Shirt an? Noch nicht in die Stroh rum. Seh dir was an, Ricky. Du lenkst den Bock komplett ab. Ja. Er hat das erste Mal seit langer Zeit, dass er Brüste sieht. Das kann er gar nicht gut haben. Es sei denn, er schaut in den Spiegel. Oh, XL-Brüste. Nice. Was sagst du, Ricky? Ja, sag ich. Was sagst du mir also? Von mir wissen alle, dass ich Brüste habe. Bei dir muss man nochmal reintreten. Das war. Fairway. Aber ich nehme mal jetzt auch ab. Sowas sag ich nicht mehr. Selbst wenn ich auf Diät gehen will, würde ich es nicht erzählen. Ja, warum sollst du es auch den Leuten... Leute, ich mache jetzt Diät. Wollt ihr nicht alle mit dabei sein und mich dann verurteilen, wenn ich daran scheitere? Genau. Ich mache irgendwann mal so einen veganen Monat. Da habe ich Bock drauf. Fair das würde ich auch niemandem sagen, dass ich einen veganen Monat mache. Übrigens werde ich auch niemals tun. Anfang. Kannst du auch kannst eine vegetarische Woche machen. Auch das werde ich nicht tun. Warum nicht? Weil ich ein Arschloch bin. Was willst du denn essen den ganzen Tag? Mach sowas nicht. Oh, scheiße, Fett. Ich hab auch Fett. Darf ich gerade darüber sprechen? Ich hab Fett. Scheiße. Zum Thema Fett, ich verkacke. Oh, nein. Das war Fett. Oh! Egal, Slide Pull ist okay. Glaub ich, verkack das. Wir alle haben mal Slide Pull. Oh, meine Stamina ist leer. Dein Stamina? Nice. Ja. Dabei hast du ja weniger Stamina. Dabei habe ich sehr wenig Stamina, weil ich kein... Stamina, wenn die Stamina weg ist, dann sollst du ja besser mal einen Blumenstrauß vorbeibringen. Vielleicht nimmt sie dich ja dann wieder zurück. Gehst hin und sagst, Stamina... Der Ball kann am Baum abprallen, wusstet ihr das? Ich kann nur noch bis 90% machen. Alter, haha. Mentality ist... Oh, meine Mentalität ist unter 10%. Ja, kommt davon, wenn man zwei Parts auf einen Schlag aufnimmt. Na, der kommt davon. So. Bei mir ist noch alles cool und ich bin nackt. Vielleicht warte mal. Ich glaube, ich habe jetzt das erste Mal das System verstanden. Ich nicht. Fairway. Meine Mentalität ist bei 0 von 16. Mal schauen, ob ich recht habe. Ich habe nicht recht. Nee, ich hatte Unrecht. Ich habe das System nicht verstanden. Nimm alles zurück. Boah, das System nicht verstanden, weil er ein Idiot ist. Und wieder Double Boogie, das ist doch scheiße. Hilft ganz gut. No. Ach, ist doch Bullshit. Yes. Alles hier fake. Alles fake. Faken gay. Komplett. Ah. Oh ja, Moggy. Oh ja. Oh. Ach, come on. Komm schon, Moggy, den kannst du nicht verkacken. Triple Bogey. Wow, das war... Also ein Triple? Ein Triple Bogey? Ja, dann Double. Ich bin nicht letzter. Ich habe ersten und zweiten Platz gemacht in den beiden Parts. Das ist okay. Ich habe jeweils den letzten gemacht. Leben. Oh, Mann. Nice. Es kommt noch eine Runde. Was?
Ja, mach jetzt. Ich hab doch... Ah, Stamina habe ich 5 zurückbekommen. Hau drauf, Rigi, Mania. Bleib da mal locker. Ich bin ganz locker, aber der Maeve macht mich nervös. Er trägt nämlich ziemlich schicke Sandalen, wie ich gerade sehe. Ich trage meine Sandalen mit Socken. Wieder echt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ach ja. Ich find's aber nicht schön, dass sie da so einen Fetten wirklich so als Stereotypen zeigen, ne? Auch mit den Socken und so. Ne, finde ich gut. Wirft uns alle in ein ganz schlechtes Licht. Scheiße! Erika hat's verkackt. Könnt noch gewinnen. Und jetzt Hole in One einfach. Ich glaube nicht, dass damit die Fette in ein schlechtes Licht geworfen werden. Denn wer soll denn die werfen? Ah! Wenn sie fett sind. Welches Licht soll sie denn komplett erfassen? Maul, Ricky. Genau, halt die Schnauze. So, okay. Okay, dann legst du mal an mir, den besten Schlag aller Zeiten hinzulegen. Ja. Ich kann noch gewinnen. Ich geb dir ja gute Musik. Fuck. Hat's ja geklappt. Oh! Hab ich ja wohl den besten Schlag hingelegt, wa? Ah, irgendwas sagt mir, dass ich da nicht direkt einloche. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, aber... So ein Gefühl. Schon lange nicht mehr eingelocht, ne? Nee, hier garantiert nicht. Nice! Ha. Nein! Doch! Versuch's einfach mal. That's it. Oh. Nice eingelocht! Chip in Birdie! Gönnung. Nice. Paar. Bogey. Reicht das noch? Das reicht nicht, um dich einzuholen, oder? Yes. Nee. Reicht leider nicht. Egal, zweiter Platz. Nice. Oh Mann, geworden. Rate mal, wer der Schlechteste ist. Das ist aber überraschend. Big Mania. Was jetzt manchmal Die Leben. Ergebnisse. Oh, Junge. Also gut. Ich habe aber meist Erfahrungspunkte bekommen. Nee, das ist Ricky. ich hab mehr als Mono bekommen. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, das Ganze weiter sehen wir dann wohl beim nächsten Mal, wo ich bestimmt gut sein werde wieder. Gute Nacht. Bis dann. Ciao. Tschüss.